Jo, und Dach. So, da bin ich wieder. Also, eBay Kleinanzeigen ruckt. Gibt Essen. Also, mit Dach. Jetzt schon? Ja, jetzt schon. Tada! Wie Jugendliche mit Medien umgehen, ist jetzt Thema hier bei uns. Das ist sehr schrecklich. Ja, und ich war ganz erstaunt, da lesen sogar noch 40% Bücher. Echt? 49. Naja, so was wie Töpfchenklo. Macht ja nichts, ist auch egal, klappt bestimmt beim nächsten Mal, ne? Ja, Luca hat gerade eine Hausaufgabe geschrieben über Mediennutzung von Jugendlichen. Mit Diagrammauswertung. Mit Diagrammauswertung, genau. Ganz genau. Und wie viele lesen Bücher? Wie Ach viele? so, 49%. Genau. Und wie viele lesen Tageszeitung? 36%. Tja, habe ich noch nie gesehen. Aber von wie viel Prozent gehen die überhaupt aus? Weil Von 100%. Smartphone-Nutzer sind 99%. Und kommen die denn darauf, Na, die dann auch, na, das eine machen und das andere natürlich. Ach so, ja, das kann Na, auch was nicht denkst sein. du denn? Na, und nur, Computerspiele? Entweder oder. Papa, heißt das, Jans oder ja nicht. Computerspiele wären mehr? Na, Computerspiele sind nicht mehr so angesagt. Ja, sind jetzt noch Na, verrückt, oder? Na, weil diese ganze Online, diese ganze Online-Schose, so, das ist so. Das war meine ganze Kindheit. Computerspiele. Ja, weil da waren die Computer ja auch im Kommen. Das war ja da noch was. Hat richtig Spaß gemacht. Ich hab da. Hat ja auch. Das, was sie jetzt machen, diese Instagram-Sachen und so, das ist ja auch so eine Sache, das ist viel zu schnelllebig. Und Das waren auch so taktische Spiele, weißt du? ja. Wo setzt du die Figur am besten hin, damit du gewinnst? Wie stellst du dein Team zusammen? Auch Schach genannt. Letztendlich ist es sowas, ja. Also, Luke hat gesagt, ist doch nicht scheiße. Hier fallen ja Ausdrücke, ist ja unglaublich. Ich Muss ich schon wieder Kacke den gesagt. Disclaimer machen? Du hast Ah, Kacke Kacke. gesagt. Das Essen schmeckt Kacke. Nee, hat sie nicht gesagt. Sie hat gesagt, das Essen ist Kacke. Noch besser. Es war aber nur so ein Bock. Aber sie hatte mein Essen ja noch gar nicht gegessen. Ja. Du verwechselst das mit dem Mülleimer. Jetzt könnte ich mir noch einen Nachtisch. Und ist dann die halb 10. Ich hab's verpasst, deswegen muss ich jetzt zwei essen. Oh, oh. Naja, so ist das auf alle Fälle in Deutschland. Das ist meine Belohnung. Für? Das Essen mal machen. Das Essen mal machen. Wie macht der denn? Darfst du ja nur ein halbes Glas was essen, so halb warm. Ja, gut. Dann müssen wir, wann muss ich sie abholen? Einfach ein bisschen Zeit essen. Es ist eigentlich so gut, wenn man fit ist, wenn der Körper ausdauernd ist. Und manchmal denke ich mir, wenn ich dann so loslaufe, dann denkst du, ich fühle mich richtig schwerfällig. Weißt du, was ich meine? Ja. Es ist unangenehm. Als Kind hat man das ja gar nicht. Siehst du, wir kommen nach Hause an und liegt da total verknotet im Bett mit den Füßen nach oben oder so, weißt du? Du fühlst dich nicht schwerfällig, ne? Es ist vorbei, die Zeit. Ja, man darf halt nur nicht vorbeigehen. Also man muss Nee. nur sagen, nee, ich kann ja immer wieder, kannst mit 80 kannst du anfangen. Musst du ja auch Arnold Schwarzenegger als Vorbild nehmen oder so, der jeden Tag noch trainieren geht und Immer noch, ja. Wie findest du meinen Sporttest, was wir da machen mussten? Findest du das schwierig? Das Witzige ist, dass ich gedacht habe, ach, das ist ja nicht. Wisst ihr? Das ist witzig, Aber ja. dann, aber dann, aber dann halt so überlegt, ja, allerdings jetzt ist das was. Aber ich bin mit dieser Einstellung, die habe ich nämlich noch im Kopf. So wie früher, Nee, das ist überhaupt nee, nichts, gar nichts, überhaupt es sind nichts. ja auch Bist du so, Jugendlicher und gehst ja. dahin mit deinem 18. Lebensjahr, oder was weiß ich, was du sein musst, 20 wahrscheinlich mit 21. Abi oder 21. Alter, oh Scheiß, ich hätte im Deswegen FF. war ich ja fast, habe ich mich ja fast schon ein bisschen gut gefühlt, weil diese junge Frau, die ja 22 ist, gut, die war in allen Übungen ein bisschen besser als ich, aber die hat bei allen Übungen auch nur ein oder zwei Sachen mehr geschafft, sozusagen. Ich meine,
wie viele Jahre dazwischen liegen zwischen uns. Wie viele Kinder. Wie viele Kinder. Weißt du, in dem Alter, das gut, der Lauf wäre mir wahrscheinlich auch schwer gefallen, weil das konnte ich noch nie gut. Aber ansonsten, weißt du. Marlies, ich habe gedacht, als ich dir gesehen habe, dachte ich ganz ehrlich, das haben wir täglich gemacht. Das haben wir zum Aufwärmen gemacht im Judo, diese Übung. Wir haben, also kannst du dir ja nicht vorstellen, und mit welcher Leichtigkeit und das Gefühl habe ich immer noch, als Freund könnte ich es immer noch. Aber als ich den Tag, wo ich mit Anouk auf diesem Spielplatz ihr diese Judo-Rolle gezeigt habe, die ich früher aus dem FF auf dem Parkett machen konnte oder auf dem Betonboden, und ich dachte mir so, platsch, so beim Rollen, so platsch, und dachte so, oh Gott, tut das weh überall. Ich habe ja noch Rollen geübt auf dem Boden, weil das ist unglaublich, wie das weh tut, wenn du dich dann auf einmal, wenn du das machst du ja nicht mehr, wenn ich auf einmal so runterrollen sollst. Und ich konnte das überall, egal wo, auf welchem Untergrund. Mir hat das sogar auf der Matte weh. Und ich hab das im Sandkasten gemacht und dachte, Scheiße, bist du ein Klotz, Junge. Ja. Ey, das sagt Überschlag, bumm, bumm. Und dann bei den Aufgaben Bein ist ja so, du musst natürlich so viele wie möglich schaffen, also musst du dich natürlich super anstrengen. Und du hast nur eine Minute Ausruhzeit zwischen den Übungen. Da musst du sofort weiter. Also du konntest dich gar nicht zwischendurch mal kurz Pause machen, wenn man mal 5 Minuten gewartet hat oder so, weißt du? Das ist alles hintereinander weg. So. Na super, ihr daddelt hier durch die Gegend und wird aufgenommen, ohne dass es Inhalt gibt. Viel zum Wegschneiden wieder. Wo ist meine kleine Maus? Hier. Und? Was machst du? Gucke iPad und warte. Oh. Na gut. Ich muss mal kurz in den Keller gehen. Hm? Du kannst dich doch, setz dich doch mal irgendwo hin, richtig? Aber das Ladekabel. Wie viel ist denn? Schon drauf? Wie viel steht da? 8. Zeig mal. 8, das ist wenig. Muss ich doch nicht. Ja, ist er ja hier aber eigentlich auch bequem. Naja, hallo. Heute ist Computertag schon wieder. Ich war jetzt gerade im Keller und habe ein paar Fotos gemacht. Da habe ich euch jetzt nicht bei gehabt, weil so aufregend ist das nicht, mir zuzugucken, wie ich mit einer Kamera von links nach rechts laufe und abdrücke. So spannend ist es nicht. Ich muss ja den Keller ein bisschen, ich will jetzt noch nicht sagen auflösen, aber in die Richtung läuft es halt anscheinend schon. Man muss jetzt so ein bisschen reduzieren halt im Keller. Vielleicht brauche ich den Platz für andere Dinge bald mal sehen. Muss ich mal schauen. Sowieso der ganze Kram, der da unten ist. Und jetzt habe ich nur Kram fotografiert. Das muss einfach mal weg. Muss einfach mal fotografiert und eingestellt werden. Jetzt habe ich ein paar Sachen fotografiert. Zack. Und bin halt gespannt. Verschieben nach eBay. Einfach klappen wir lieber eBay rein. Und ich muss ja ein bisschen Geld verdienen. Ich meine, ich verdiene im Moment gar nichts. Ich habe keine Einnahmen gerade. Ich habe jetzt nur, heute habe ich eine Jeansjacke, eine alte, verkauft von mir. Für ein 20, davon sind wir einkaufen gegangen, also so ein bisschen Handgeld und Essensgeld und so, das verdiene ich sozusagen, aber das war 20 Euro und die sind auch schon wieder weg. Ja, und noch ein bisschen eine Fahrkarte gekauft und so weiter, also das ist nicht schön. Läuft gerade nicht so gut. Wenn morgen denn auch das Wetter, wenn nächste Woche das Wetter auch wieder schöner wird, werde ich wieder aufmachen mit veränderten Öffnungszeiten. Also da werde ich dann nachmittags öffnen, wahrscheinlich. Muss man sehen, wie das mit der Ausgangssperre, wie sich da verhält. Das ist ja auch das Problem. Ich würde ja ansonsten nicht auch in die Nacht reinschieben. Das wäre ja kein Problem für mich. Ja, ich könnte also abends, wenn dann die Leute kommen und so, das könnte ich ja machen. Das wäre völlig okay.
mach dann statt bis 21 Uhr meinetwegen bis 22 Uhr Annahme und so von Dingen und Ausgabe und so und arbeite die Sachen dann nachts halt für mich selber weg. Ja, aber allerdings bringt das auch nicht viel, weil ihr gibt ja immer noch kein Material. Also wenn ich das jetzt hier so sehe, man kann ja mal gucken kurz, was hier so los ist bei BabyF. Gucken wir doch mal bei Teilen, Bereifung. Bereifungsschwalbe und wir gucken bei, was ganz wichtig ist für mich, Antrieb, Kettenradgarnituren, Ketten, Zahnkränze. Rot, 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 rot. Einer ist grün, Schwalbe Marathon Mondial. Der kostet aber auch 58 Euro, 55, 58 Euro, irgendwie so, Marathon XR Nachfolger. Alle anderen sind rot. Der Marathon ist wieder lieferbar. Marathon Green Guard. Das ist aber auch der einzige Reifen. Das ist so bescheiden, ey. Ja, Kettenradgarnituren. Einfach ist lieferbar. Die billigste ist lieferbar. Ja, ein paar sind wieder da. Eine XT ist lieferbar. Notprogramm. Kettenradgarnituren sind 3 Stück lieferbar. Ketten. 8-fach, 9-fach nicht lieferbar. Zahnkränze. Alle rot. Bei Shimano. Nicht mal die Billion sind lieferbar. Ja gut, ich brauche nicht auf die nächste Seite warten. Na, ja, doch. So. Ne, Freilaufkörper sind lieferbar. Das nützt mir wenig. Keine Grenze, nicht mal Michi oder irgendwas. Sunrace, nichts lieferbar. Angebot sind nur Räder und 24 Zoll dicker Reifen. Tja, muss man sehen, was man kriegt, wa? Naja, wie gesagt, es gibt eigentlich, also hier gibt es nichts. Die wichtigen Sachen gibt es nichts. Neuteile, Fahrräder, gucken wir mal. Fahrräder, gucken wir mal die Williamarke vom BBF selber. Die 2021er, wie sieht es denn da aus? Ich sehe nur rot, 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 rot. Alles rot. Es wäre einfacher, wenn sie zeigen würden, was lieferbar wäre. Lieferbar sind noch Lastenräder. Aber gucken wir gleich mal rein hier in die beiden. Und so ein hässliches Behinderten-Dreirad. Ja. Für 4.100 Euro kannst du noch ein Rad kaufen. Das ist aber nicht das Budget, was meine Kunden hier ausgeben würden. Die sind schon bei 400 Euro, sind sie schon schlapp. Also das nützt mir ja nichts. Und alle anderen Räder, ich schwör's dir, alle anderen Räder. Hier ist noch eins, 7-Gang, BBF City, 7-Gang, wahrscheinlich das hässlichste vom hässlichsten. Hey, kannst du überhaupt nicht lungen. Der BBF Kiel, das ist noch lieferbar. Warum auch immer, da gucken wir mal gleich, was da los ist. In der Rahmenhöhe 57 als Herrenrad für knapp 600 Euro und für 630 Euro Rahmenhöhe 45 und 55 ist auch noch eins zu haben. Der Deep Wave, also das sind die, die ja nicht so schick aussehen, wirklich. Blau matt, schwarz, dunkelblau matt. BBF Oslo. Oslo ist lieferbar. In 26 Zoll Rahmengröße 45. Ohne Schaltung. Basic. Das ist ein Trauerspiel. Kinderräder. Eins noch lieferbar. Die anderen alle rot. Kurzum, es macht keinen Sinn eigentlich aufzumachen unter den Umständen. Aber ich werde trotzdem sowas machen. Ich muss mir das nochmal genau überlegen, wie ich das mache. Irgendwie muss ich aber aufmachen, weil ich muss irgendwie auch Geld verdienen. Ansonsten sind wir innerhalb von 2 Monaten pleite. Und das geht nicht. Das kann ich mir nicht erlauben. Gut, ich sortiere jetzt mal ein bisschen ein paar Fotos und so weiter und werde ein bisschen was einstellen und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Meine Dreamcast schließt nicht mehr. Nun, ich habe sie auch schon jahrelang nicht mehr verwendet. Aber ich habe sie ja schon eine ganze Weile.
Und jetzt schaut mal nach, woran das liegt. Da ist jetzt schon länger das Problem, weil der... Oh, da war er. Weil der Button kommt hier nicht raus, der bleibt ab und zu hängen. Aber jetzt schaue ich mir jetzt trotzdem mal an, was da in Hose ist. So ein Traumzauberteil. Ach, ist das hier Schnittstelle abmachen oder was? Ja, noch nie abgehabt hier alles. Schräubchen lösen. So, ich schraube ja mal gerne alles auseinander. Zack. Tada, tada, tada. Das sieht eigentlich nach der Süd aus. Hier ist ein Federmechanismus drin. Also wenn euer Knopf mal hängt von der Dreamcast, was ja wahrscheinlich nie mehr der Fall sein sollte, weil heutzutage keiner mehr eine Dreamcast hat, dann kann das nur an den Schrauben hier liegen. Die vielleicht ein bisschen straff sind. Und kurz die lockert. Jetzt laufen wir wieder. Oder erst Dreck hier oben reingekommen ist in den Knopf. Dazu löse ich dann diesen Knopf einfach mal ab. Und werden wir ja sehen. Ja, einmal reindrücken. Und zweite Mal reindrücken. Ja, da ist ja so zwei so eine Schneebriesel. Dann drücken wir den Knopf mal hier oben raus. Kommt dann da raus. Na, da wird ja mal sauber gemacht. Ein bisschen Dreck ist da drin, ne? Na, aber nur Staub. Da ist die Batterie übrigens, ne? Die alles speichert. Den Powerknopf einsetzen. Den Open-Knopf. Einsetzen. Und der funktioniert wieder. Einwandfrei. Hätte ich auch mal schon mal vor Jahren machen können. Dann hätte ich mich nicht immer rumgeärgert, ja, zur Zeit. Wahnsinn, was für einen erschütterungsfreien Player, ey. Ist doch genial. Genial, genial, genial. Der An-Ausschalter. Und einmal wieder zusammenschrauben. Warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht? So, wenn ich sie dann in 10 Jahren auspacke, kann ich das gleich nochmal machen. Ich glaube, solange, ich habe jetzt momentan keinen Bock zu spielen. Ich habe noch ein paar Spiele dafür. Die Controller sind auch irgendwo unten im Keller. Insofern, das hat Zeit. Das hat viel, viel Zeit. Aber ich habe es mal gezeigt, ich habe es mal gemacht. So ist es ja mit, immer mit diesen Knöpfen. Ja, wo die dran sind, ob die an so einer alten Dreamcast dran sind, hier, die schon 20 Jahre alt ist oder so. Oder eben an irgendeinem anderen Gerät. Am besten auseinanderschrauben, mal die Krümel hier alle rausholen, die hier rundherum sind und ein bisschen sauber machen und das war's. Dann habt ihr diesen Ärger nicht mehr mit steckenden Knöpfen. Ja, das war's. Die Tasche ist weg. Genau. Die Federtasche ist weg. Ja. Sie hat die auch schon gestern gesucht. Ja, irgendwas mal zu sagen, weißt du, dann wird es auch nicht weg. Wieder aufgeräumt.
hast du gut gemacht. Sehr schön, freut mich. Na gut, Federtasche scheint sich ja angefunden zu haben. So, das ist mein Morgen. Ich checke kurz mal den Computer. Jetzt wollen wir los, die Kinder wegbringen. 1, 2, 3 Kinder wegbringen. Eins bleibt zu Hause heute wieder. Das ist eine Katastrophe mit diesem. Man hat ja eine Schule, mal der andere. Ich verstehe doch ja nicht. Also das. Wir wollen jetzt gehen. Schlimm, genau. Wir wollen jetzt gehen. Also, wo immer mal los, fahren wir los, bringen die Kinder weg. Brauchst du die? Wieso nicht? Dann bin ich ja vergessen. Dann kannst du das dann noch machen, habe ich vergessen. Und dein Sitz ist hier. Anuka, aber. Tut mir leid. Manu! Du hast den ja eh. Kann ich zu Hause messen, ob ich ihn. Ich war nicht drin. Nein, nein! So, geht los. Alle Mann kommen mit. Ja. Mit Leitschutz. Hallo. Hallo. Skippy, Mama. Gummistiefel müssen wir aber langsam Oma aussortieren, denn bei gutem Wetter muss das nicht sein. Ja, aber ich finde sie total schön. Die sind aber total maukig. Polizei, wer sonst? Aber ich brauche von Müggel ein. Ja. Du störst immer. Also grundsätzlich, jeder, der anruft, ist ein Störfaktor. Das sollte man wissen. Ja. Was hast du denn? Mach wirklich. Mann, ist das ganz weich. Ja, geht so. Nee, ich will nicht arbeiten. Ich hab den Laden zu. Wer ist denn da dran? Dennis ist dran. Ach, Dennis. Dennis ist dran. Hallo? Naja, guck dir das doch an, da, die Ersatzteilversorgung hier in Deutschland. Kannst du vergessen, ist doch nicht mehr zu machen. 10 Uhr? Ich bin schon früher da. 10 Uhr, Stillerzeile 65 ist das. Nee, wusste halt nicht mal, dass es so was gab. Aber wahrscheinlich haben sie so ja was damit zu tun, aber wisst man ja nicht. Warte! Ich muss mal gleich mal anfangen.